Bei 16 Kilo kann man ruhig mal den hier machen. Oh yeah. So, was ist hier los? Mach mal hin. Aber bei Grover habe ich das Gefühl, dass keiner, was meinst du, fleißig mit dem Abnehmen? Ja, seit Mai. Ja. Bei Grover habe ich das Gefühl, den fokussiert auch nie jemand. Der steht da und steht und steht und steht und schmeißt seine Äxte und steht und schmeißt und steht und schmeißt und keiner geht auf den drauf. Der letzte Spieler fehlt. Hallo. Giftige Spieler. Ja. Seufz. Ja. Achso. Gut, probieren wir es nochmal. Immer der Letzte, ne? Furchtbar. Furchtbar. Was machen die Leute? Ich meine, selbst wenn man auf dem Desktop ist, kriegt man unten rechts eine große Notification, dass das Match ready ist. Was machen die Leute? Drücken die auf Anmelden und gehen ihre Steuererklärung machen oder was? Ich weiß es nicht. Was machen die Leute? Glauben die echt, dass die es dann schaffen, irgendwie in 40 Sekunden, um auf Toilette zu gehen? Oder wie? Ich weiß. Ah. Der Mikrofonarm. Moment. Pip. ja, das ist der Rode PSA1. Genau. Ich überlege gerade, ob ich ihn vor die Kamera halten kann, aber... Mm-mm. Der ist es aber, genau der. Und den kann ich auch nur sehr empfehlen. Der ist cool. Eigentlich bin ich ja komplett Rode ausgestattet, so. Na gut, das Pult hier ist Behringer. Genau. Ich war mir echt nicht mehr sicher. Ja, das ist so mit dem Mikrofon. Da überlege ich immer mal zwischendurch, ob ich mir ein anderes holen sollen, können würde. Irgendwie so das Procaster oder so, aber naja, es geht auch so. Check, yeah. So, weil, Popschutz irgendwie, ich weiß nicht. Stört ein bisschen. Ich gucke mal übrigens an der Kamera vorbei, weil da ist mein Preview und ich sehe schon wieder, dass der Arm flackert. Wo denn? Da. Flackert's. Zu viel Grün im Bild, was sich da spiegelt. Und du hast auch den PSA 1. Der ist doch cool, ne? Der ist echt cool. Den habe ich hier so am Schreibtisch dran und dann kann ich den so hochklappen und hinter den dritten Monitor drehen. Dann stört er überhaupt nicht mehr. Das ist voll geil. Super coole Erfindung. Und man hat hier so die Hände frei zum Schreiben. Let the battle begin. Ja. Oh, zwei Tanks haben die. Alter. Das ist suboptimal. Ah, die wechseln sich ab. Guck mal an. So. Ja.
Komm, 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 komm. Hihi. Es fing gar nicht schlecht an mit den zwei Tanks. Braucht er da hinten vielleicht Heilung? Aber der kann sich selber heilen, ist mal dammbar. Hallo, hier. Aua. Ja, Audio Interface hatte ich auch schon über. Hab ich ein Schwein? Ich dachte, ich wäre tot. Scheiße. Mist. Im Moment habe ich den Pop-Up. Rote Procaster ist geil, überlege ich mir auch, wie gesagt. Aber im Moment 180 Euro kostet das ja noch. Und das hier ist noch astrein. Da müsste ich mir erst das Procaster holen und das dann verkaufen, damit sich das irgendwie lohnt. Aber nö, im Moment reicht mir das noch voll und ganz und ist eine gute Quali. Ich kann gerade nicht lesen. Moment, Moment, Moment. Scheiße. So, wenn die jetzt wiederkommen, dann knall ich den mal. Warte. Nee, jetzt nicht. Ah. Udo, ich war es doch. Die habe ich nass geschafft. Ich habe gar nicht. Hab ich eh gedrückt? Ey, cool, der hat. Hast du gesehen? Der hatte ein Twitch-Zeichen auf seiner Bombe. Wahrscheinlich, weil die gerade Twitch-Wochen haben. Doch, ich habe Stress. Ich will auf deine ich will deine Nachricht lesen. Ich will auf deine Nachricht antworten. Nein. Ah, Mist. So. Überlege aber, auf ein Mischpult umsteigen, könnte ich mir das Software Live Mixing über VSTs sparen. Ja, VSTs habe ich am Anfang tatsächlich auch benutzt, zusammen mit dem Headset hier. Und, die fressen doch schon, ne, ein bisschen. Shit. Die fressen doch schon ein bisschen Power. Audio-Interface ist sicherlich besser als das kleine Mischpult, was ich hier habe. Das ist dieses 1200, also QX1200. Das hat schon ein ziemlich starkes Eigenrauschen. Ich weiß gar nicht, ob man das im Stream auch so hört, aber auf Aufnahmen hört man es schon. Da gehe ich dann immer noch mal ein bisschen mit Audacity dran. Das hat sich eigentlich bewährt, deswegen weiß ich ja noch nicht mit dem neuen Mikro. Irgendwann mit Sicherheit, aber jetzt nö. 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 Audio Interface ist eigentlich ziemlich cool. Welches hast du? Dieses Spitfire zufällig. Das ist ziemlich cool. Aber ich weiß nicht. Irgendwie mag ich den Klang von dem Ding hier jetzt. Ich habe da so ein bisschen, ich kann mal ein bisschen equalizen und so, hardwaremäßig schon. Nimm keine Ressourcen am Rechner weg. Die Stimme ein bisschen halt, ein bisschen Bass rein. Das habe ich ganz klein bisschen Bass mitten, weil Stimme, ne? Leichte Höhe, damit es nicht zu mumpfig klingt. So, und das hat zwei Eingänge. Das heißt, ich könnte auch zwei Settings hier separat haben. Aber es rauscht halt. Das ist ein bisschen.
make this interesting. Das mit dem Rauschen ist echt ein bisschen doof. Mist. Scarlet Focus Right, genau. Das meinte ich. Ich habe immer Spitfire im Kopf. Scarlet Focus Right, genau das meinte ich. Das habe ich mir vor ein paar Wochen sogar noch angeguckt. Ich weiß nicht. Ich müsste das testen irgendwie, wie meine Stimme dann klingt. Für Aufnahmen ist es kein Problem. Da kann man ja noch genug nachträglich irgendwie ein bisschen Post-Processing machen und so. Aber... Shit. Für Livestreams weiß ich es nicht. Aber eigentlich bin ich mit dem Setup hier ganz zufrieden. Obwohl, das Rauschen ist schon echt böse. Wenn ich das nicht rausschneide, dann, was eigentlich auch schon wieder Ironie pur ist, weil ich ja hier mit dem NT1A eins der rausschmeißenden Mikrofons habe. Mikrofone, Entschuldigung. Und dann aber Rauschen durch das Pult draufkriege. Du mischst deine Stimme momentan mit diversen VSTs, genau. Damit kriegst du auch gute Ergebnisse, aber wie du schon sagst, es fängt halt an, ordentlich Last zu fressen. Das habe ich auch gemerkt. VST-Host habe ich benutzt. Das ist ja kostenlos, zusammen mit diesem, heißt das sogar? Audio, VST Audio, nee, USB Audio, nee, irgendwas mit Virtual Audio Cable, so, USB Audio Cable. Wir sollten hier nicht so rumzergen. Let's make this interesting. Und das hat doch schon, also dieses VST-Zeugs hat doch schon irgendwie für Probleme gesorgt. Ich habe es aber auch für zwei Sachen laufen gehabt. Und zwar hatte ich noch für die Musik auch noch eins laufen gehabt, so ein VST-Host. Mit einem Limiter drin, damit ich den Fubar voll aufdrehen kann. Und der Limiter, das dann halt jede Musik oder jedes Musikstück auf ein gleiches Level bringt. Ich bin ja voll Egoist, ich heile mich die ganze Zeit nur selber. Aber es ist irgendwie sonst niemand in Nähe. Was kann ich mir... Oh, ich hätte mal ein bisschen was kaufen sollen zwischendurch, wa? Warte mal, Refugium. Refugium. Ja. Schmarrt. So. Ja, das war auf jeden Fall. Ich nehme an, das kennst du auch einen. Bin ich ja falsch? Nee. Ein ganz schön langer Prozess, bis man endlich mal so ein Setup gefunden hat oder so. Da macht man sich überhaupt keine Gedanken drum. 5, 4, 3, 2, 1. Was da alles für eine Vorbereitung ist und was, bis man dann endlich mal ein Setup hat, mit dem man wirklich zufrieden ist und vor allem was dann noch. Was dann noch sonst so dann während den ganzen Aufnahmen schief gehen kann. Wie jetzt hier letztens wieder. Let's make this interesting. Outlast verranzt.
Da war auf einmal, ich vermute mal, eine Katze hat irgendwie... Wow, 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 wow. Eine Katze hat irgendwie ein USB-Kabel gelöst. Und das habe ich zwar noch mitgekriegt, weil die Cam hier nicht geleuchtet hat. Komm, 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 komm. Haltet die ein bisschen fern. Ich nehme das Ding ein hier und dann ist gut. Braucht jemand Heilung? Ich schieb mal, ne? Macht ihr ruhig weiter hier. Ich schieb dann einfach mal. Guten Tag. Mist. Pass auf, jetzt nehme ich noch einen Kronos dazu. Naja, auf jeden Fall, ich drücke auf Aufnahme, sehe im Preview von meiner Elgato auch, mein Gesicht. Hampel so ein bisschen rum, läuft alles, okay, drücke auf Aufnahme. Und, scheiße. Ich mache dann immer das Preview aus, weil das bei der Elgato doch schon stellenweise, Kohle. Mann, du gehst mir auf den Keks mit deiner Kette. Performance frisst. Und zwar, das merkst du im Spiel. Also ein paar Frames gehen dadurch echt flöten. Und mach die Outlast-Aufnahme. Irgendwie so anderthalb Stunden oder so. Mich da durchgequält durch diese Anstalt. Und dann merke ich, dass die Cam irgendwie nur... so 10 Sekunden aufgenommen hat. Und der Rest der Cam war total für den Arsch. Ja, kannst du halt auch nicht retten mehr dann sowas, ne? Das ist halt... Das ist dann halt... Aua! Ich wollte gerade gucken, wo er ist. Naja, kam halt 4 Folgen ohne Facecam raus. Ist doof, weil ich gerade auch in Horrorspielen immer ziemlich viele Grimassen schneide. Manchmal gewollt, manchmal ungewollt. Und, naja. Naja. So, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, ne? 3, 2, 1. So, warte mal, das könnten wir echt noch schaffen. Mist. Oder auch nicht. Du nutzt noch gar keine Facecam, okay. Naja, es macht ja auch nichts. Ich hatte jetzt auch hier Ewigkeiten meinen Greenscreen gar nicht aufgebaut. Das war jetzt erst, als ich die Woche Urlaub hatte, mal wieder. Ich meine, das sieht zwar gut aus im Stream so. Aber, naja, du hast halt so ein riesengrünes Ding hinter dir stehen, ne? Was mitten im Raum ist irgendwie. Das ist halt ein bisschen... Oh, für Paladins passt es eigentlich. Kann ich eigentlich noch was? Ja. So. Aber auch da muss ich sagen, ich habe mir ja die Logitech, diese C920 geholt und das macht schon echt einen Unterschied, ne? Also... Aua. Das macht echt einen Unterschied. Nein, 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 die dürfen das nicht einnehmen. Also was die Auflösung angeht, was die Bildqualität angeht und ich finde auch, was das Filtern von so einem Greenscreen angeht. Ne, 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 geht rein, Leute, geht rein, ist die...
Oh, wäre da egal gewesen. Naja, wann und ob die Facecam kommt. Es kommt ja immer darauf an, was für Spiele man spielt. So, eins machen wir noch. Facecam habe ich manchmal im Stream an. Bei Horrorgames sowieso. Aber bei sowas wie hier Far Cry oder Witcher oder so, nö. Wozu auch? Und hier bei Paladins denke ich, das ist eh nur so ein bisschen Zergen, das ist ein bisschen Quatschen, das kann man so ein bisschen gechillt machen. Und da ist es ja auch schön, wenn ihr mich seht. Oder auch nicht. Das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Nach Twitter? Nischt. Ah. Komisch, sehr ruhig. Pip. Natürlich wieder, weil wir leveln ihn ja noch. So. Wenn du diesen Referral-Link wirklich benutzen solltest, ich bin ja auch nicht böse, wenn du es nicht tust, aber wenn doch, dann sind wir automatisch befreundet in Paladins. Ne? Also nicht wundern. Was haben wir überhaupt? Wir haben einen Tank, Damage, ey. Damage. Nee, Flanke nicht. Sniper auf jeden Fall. Ist, glaube ich, auch Damage. Achso, das sind die Karten hier übrigens, ne? Da... Die kriegt man durch Truhen oder man kann die sich auch so kaufen. Ich habe da schon ein paar, aber ich habe noch keine Decks selber zusammengestellt. Wo bin ich denn hin? Da. Und ich wollte gucken, was die haben. Die haben auch einen... Oh nein, die haben einen Grover und einen Barrick. Naja. Gut. Vielleicht sieht man ja gleich, was Grover alles so kann. So. And so it begins. Ein Grover, genau. Das Mr. Zocki schon wieder. Oh, ich bin überrascht. Bester Healer. Das glaube ich. Ich habe eben gesagt, wo du nicht da warst. Ich wundere mich nur, warum in manchen Teams, also ich rede jetzt hier von Random Teams und so, warum die Leute dann noch nicht geschnallt haben, dass man Grover irgendwie fokussieren sollte. Irgendwie. Ich weiß nicht warum. Der steht dann da immer und steht und steht und steht. Und keiner kümmert sich um den und der knallt einen nach dem anderen ab. Also ich verstehe das nicht. VSC Live Mixing funktioniert auch sehr gut, nur zum Beispiel Mafia 3 oder so fängt es an zu stottern. Ja, das ist... Genau. Und einmal habe ich ganz schlimm, es gibt ja auch von diesem VST-Host, es gibt ja auch so einen virtuellen Mixer wirklich. Und den habe ich mal benutzt und dann hat es mir aber komplett die Audiospur zerrissen. Aber komplett. Ja, das war doof. Stop the payload. Das war doof. Dass sich auch keiner traut, irgendwie so in die Mitte zu gehen, wenn da schon viele drinstehen. Also mindestens einer muss ja rein. Aber wenn nur einer reingeht, wird er natürlich fokussiert und das war's dann. Schießt. Ich muss leider immer, ich bin nicht der Freund davon, aber ich muss leider immer hier ein bisschen springen, weil bei Pip ist das irgendwie...
Was leiste ich mir denn jetzt? Man sollte als Healer nicht so offensiv sein. Ja. Da hast du auch recht. Das mache ich wahrscheinlich gerade falsch. Aber ich kann ja auch nicht wirklich viel heilen. Ich kann ja nur alle paar Sekunden diesen einen Trank werfen da. Ich finde irgendwie, Pip ist nicht wirklich so ein 100% Heiler. Ich weiß auch nicht. Der kann zwar heilen, aber... Sparen wir die Fähigkeit extra noch auf. Unsicher. Du würdest gerne mitspielen. The spirits do not rest. Kannst mir gerne eine Freundesanfrage schicken, aber das wird jetzt vielleicht das letzte. Deine Grafikkarte ist hin. Okay. Time's ticking. Oh. Naja. Das wird auch das letzte Match für heute hier. Weil meine Frau wartet mit Essen. Bratkartoffeln. Sehr lecker. Ansonsten, wenn es wieder geht, schickt mir einfach eine Anfrage. Nehme ich dann an. Name hast du ja gesehen, ne? Das ist der Pip da oben links. Ansonsten Links sind einfach unten im Profil. Ihr kennt das ja. Heike hat deine Grafikkarte beerdigt, hä? Wie jetzt? Durch. Let's make this interesting. Für Probe opfer ich die sogar. Na komm, wenigstens die Knarre noch hier. Oh, ich hab Rover. Ich hab Rover, ich brauche eine Heal. Im Livestream hattet ihr die letzte Ehre erwiesen. Wie geil. Er hat ein paar Worte zu ihrem Tod gesagt. Wo ist er hin? Okay, mach das mal. Junge, du musst da ran, ne? Du bist der Tank. Mama, aua. Darauf habe ich gewartet. Ich muss defensiver spielen. Noch defensiver. Aber ich, da muss doch irgendjemand mal rangehen hier. Ich meine, da muss doch mal jemand
the spirits do not rest. Verarscht mich doch alle hier. Spring has come. Oh, dieser Baum, dieser Baum. Mann. Death awaits you all. Ich meine, da muss doch zumindest der Tank muss doch mal vorne ran, dann würde ich den ja auch heilen. Oh. Ja, ja. 15 seconds remaining. I can't right now. 10, 9, 8, 7, 6, da muss doch mal jemand Platz machen. Guck mal, wo ist der Tank? Ach, da hinten war er. Ich mach alles richtig. Oh. Mein Team ist scheiße, sagt er. Boah. Schieben fehlgeschlagen. Naja, es ist halt Randoms, ne? Es macht mir auch nichts aus, weil ich ja sowieso nur am Leveln bin. Weißt du was? Ich nehme mal ein Refugium. Und... ne, ich hatte wenn dann lieber einen Kronos. Kronos. Point spawning in 15 seconds. Hey. 5, 4, 3, 2, 1. Ich lass mich da durch, ich bin Arzt. We're losing the point. Noch nicht mal so negativ hier. Let's make this interesting. Naja. Hauptsache ein bisschen hier irgendwie die Zeit aufhalten in der Mitte. Ja. So. 10 nach 8. Dann heißt das jetzt für heute machen wir hier Schicht. Mit einer Niederlage. Es hätte schöner sein können, aber naja. Jetzt ist man wie Henry Maske sich fühlt. Okay. Ob hier noch 3 kommen? Oder mehr? Wäre cool, ne? So, gut. Leute, ich mache jetzt hier Spiel beenden. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Hat riesen Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Auch in anderen Streams. Ich muss eigentlich die Woche mehr streamen. Ich hab keine Folgen mehr. Mist. Naja, hoffe, wir sehen uns. Ansonsten Twitter und so, ne? Heika. Und schönen Abend. Wir sehen uns. Macht es gut. Diese Ruhe, ne? Egal. Bis dann. Ciao.